Ach so, jetzt geht's weiter, Freunde. Ich bin ja mal fleißig aufnehmen, hochladen, aufnehmen, hochladen. Soweit ich kann und Zeit habe, ne? Weil ich muss ja auch ein bisschen rausziehen und so was alles. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde diesmal wieder ein bisschen, also die Woche jetzt, wieder härter in Angriff nehmen. Tutti, du musst jetzt mal ein bisschen warten. Ja, du musst jetzt trotzdem ein bisschen warten, auch wenn du Fans hast bei Twitch. Ich bin dein größter Fan. So, geht weiter, Freunde. Läuft. Hallo? 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 So, wo möchte ich denn jetzt hin? Wo war denn das? Hallo? Hallo? Ach so. Auftrag, bla bla. Bla bla. Unterricht, Verteidigung gegen dunkle Künste. Unterricht, Zauberkunst. Wie das mal Unterricht, da Dingsbums. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Ollivander? Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Ist er nicht gestorben? Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Die ZAGs! So, Kommen nach Hogwarts. Aufschlag. Kompass wirken. Schau. Okay. Wie komme ich denn da jetzt? Danke. Tagchen, Jungs. Was denn hier los? Ist denn so dunkel hier? Lumos. Warum ist denn das so dunkel hier? Ich gehe raus und dann wird bewölkt. Was hat das was zu bedeuten? Was seid ihr eigentlich hier für Spinner? Ach, okay. Taschen. Revelio. Komm ich darin? Nee, komm ich noch nicht. Scheiße. Na gut, dann nehmen wir erstmal einen Unterricht. Einfach mal ehrlich. Wer seid ihr denn? Glubschi! Glubschi, Glubschi und Glubschi. Läuft. Gut, das alles? Levioso! Professor Hackett! Das heißt Leviosa! In ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann. Pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Leviosa! Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Wingardium Leviosa! Ist meine Kamera wieder hochgerutscht. Leviosa, nicht Leviosa. Nee, Wingardium.
Wingardium Leviosa. Levioso-Zauber ist halt nicht Leviosa. Ich schwebe. Da. Ich lasse aber trotzdem jemanden schweben. Das heißt Leviosa. Oh, diese Nein. Keks. Du lässt ja nur einen schweben, aber Leviosa kannst du ja, einfach schweben. Lass, und ja, ich lass ihn schweben, da hast du recht. Das verwechselt mit einem, lässt einen fahren. Leviosa. Leviosa. Wer kann, der kann, wa? Nun, probieren wir etwas Größeres. Gibt es ein Aufräumzauber? Ja, gibt es, möchte ich können. Reparierzauber. Oh. Nee, ich meine jetzt in echt. Ach also, nee, nee, echt leider nicht. Mit dem hätte ich auch gern. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Gut, nun zum Basiszauber. Gut gemacht. Danke, danke. Vielen Dank. Sehr gut. Dankeschön. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeig dir deine Hogwarts-Position. Also, ich will ein faires Duell. Scheiß. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Ach. Beginnen Sie. Ihr habt ja nichts getan. Ich bin Slytherin. Das ist dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Wieso bist du Slytherin? Weil mich der Hut dahin geschickt hat. Wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Gut, Ausnahme von dir. Du bist gut. Hast du es gemerkt? Danke. Wie ist die Aussicht? Du bist ziemlich gut darin, oder? Ich weiß. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Achten Sie auf Zeichen des Gegners, um anzugreifen oder abzuwehren. So, jetzt machen wir normal. Jetzt hat der Arsch Kirmes, Slytherin. Ja. Jetzt hat der Arsch Kirmes. Wenn du Hogwarts sich Uffi hängt. Das wird ein Spiel. Aber schon. Du bist gut. Du hast es gemerkt. Was machst du denn da oben? Wie mache ich nochmal den Schutz sauber? Du bist ziemlich gut darin, oder? Ich danke. Weiß. So, wieder eine Attacke gemacht. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Wenn er schwebt, kannst du auch angreifen. Also. Ist dann sogar noch eine Kombo, wenn du dann erst zum Schweben bringst, damit die Basic Attacke angreift. Okay. Ich muss zuerst fragen, liebe Zuschauer. Ja, also nun, ja, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Ach nee, das war jetzt Sido. Protego? Das erschwert die Dinge. Wie ist die Aussicht? Protego! Du bist gut. Hast du es gemerkt? Danke. Du bist ziemlich gut darin, oder? Ich weiß. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Ich weiß. Das ist Sagen wir einfach, ich
ich lerne schnell. Ja. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Schade, ich hätte ja nur noch so gezeigt. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Danke. Punkte für Gryffindor. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wie viele Punkte kriege ich? Wenn die Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ja, ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Okay, Professor Hackett, das nächste Mal bringe ich dir deinen Rollator mit. So, Rollator, meine ich. Wer bist denn du? Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Musst du ja nicht. Wer bist du? Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Gerne. Hufflepuff. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. So, labert ihr hier ohne irgendeinen Rotz? Ich frage jetzt nochmal von Revelio. Gibt's hier noch Kohle irgendwo? Da oben gibt's was. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal zu Mr. Slytherin. Du bist Slytherin, hast du gesagt, ja? Mhm. Warum? Weil der Hut mich da immer noch hingesteckt hat. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Ja, ich bin mutig und also alle. Ja, ich dachte, ich finde, du solltest die Schule wechseln. Also nicht die Schule, sondern die Klasse. Dafür, dass du neu bist, ich aber befugt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. War es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ich glaube nicht. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Richtig. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Jalla. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Jalla. Dann bis bald. Ja, tschüss. Grüßchen. Auftrag abgeschlossen. Ich bin so erfolgreich. So. Gib dich zum Unterricht zur Zauberkunst. Gut, dann gehen wir mal dahin. Warte mal. Wo muss ich denn da hin? Ach, da. Wir haben es eilig. Hallo. Darf ich mal durch? Ich bin Arzt. Na 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 na. Der Unterricht geht gleich los, ich muss mich beeilen. Aber ich nehme meinen Song weg. Ich hab aber einen sehr extrem großen Wendekreis. Nein, das ist cool, denn. Professor Ronan redet gerne viel.
Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Schön, ich nicht. So, Anfang. Ho. Oh. Das ist geil von Perfect Sprint. Hier, hinter dir. Hä? Hier ist noch ein Platz frei. Ah, du bist ja eine Süße. Danke. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du Professor Lupin schon? Okay. Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Nö. Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hallo, ist mein Buch, du Penner. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Feen aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Sollen wir einen Partner suchen, Schnucki Number One? Stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Scheiße. Nochmal. Accio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Was? Mir nach. Raus? Raus. Was? Ja, du musst dich selber ausgehen, der Charakter. Was? Oh, das ist ja Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Wenn man einmal ausgewählt, der kriegt eine Stange, also, dann kommt der Mist. Was ist besser als ein wenig Sport? Um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Ja! Ja. Ich dachte immer, warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Ja, genau. Ich darf wieder anfangen. Läuft bei euch. Mann, immer Ecke. Immer Ecke. Das war eine Blase. Ich kugel mit Accio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun, stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Runter! Die Kugel so. Meine Sache! Konzentration! Hä? Du musst aber wieder stoppen, also. Ich lasse nochmal drücken, dann lässt er los. Achso. Wunderbar! Oh, sehr gut. Ausgezeichnete Kontrolle. 2 Millionen Damage.
Und jetzt habe ich einen Gegner. Und den Gegner, der heißt Verzaubert im Arsch. Sehr gut. Punkte für Gryffindor. Ja, wie aber viel es denn? Gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Unai, möchte Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Okay. Ja, Sir. Meine Leute, spielen eigentlich nicht. Ich kann es wenigstens hat er aber eigentlich ausfällig gemacht. Okay. Das bringt mit keiner Wohnung, wo sie gleich verbannt in den Keller. Oh! Glaub nicht, dass ich es dir jetzt gleich machen werde. Scheiße! Zu früh. Genau so. Dann wollen wir mal. Genau so wird das gemacht. Ja, war schon besser. Sehr beeindruckend. Na dann los. Ja, 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 berühre meine Kugel. Ja, berühre sie. Na bitte. So, warte mal, ich muss mal was kurz erledigen hier. Kurz. Ja. Ja. Lass dich einfach nicht von den anderen nervös machen. Nein! So scheiße! Ich will das nochmal. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Was hast du jetzt gemacht, du Penner? Panda. Ja, genau. Interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Sieh gut zu. Orange oder rot müssen Punkt. Ja. Nicht gerade Standard. Ah, fuck. Scheiße. Das habe ich auch verloren. Genau so wird das gemacht. Sehr gut. Dann los. Anni hochkonzentriert demnächst bei RTL. Akio. Fug. Scheiße. Gib nicht auf. Hätte gewinnen können. Ja. Scheiße. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Wer ist schuld? Die Lichter. Nein. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Das ist ja eine Süße. Nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich ihr irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen.
Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Okay. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Hm, größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ich hätte auch gerne einen Zauberstab, weil meiner ist kaputt. Der ist durch unsere scheiß Wohnungsbaugesellschaft. Weil bei uns im Keller Rohrbruch des Abwassers war. Ist unser gesamter Keller verschimmelt gewesen und wir durften das alles entsorgen lassen. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Da hatte ich den Elderstab. Ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou. Aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Du bist so süße. Tschüss. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Hm? Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Okay. Sehr weise, aber etwas schräg. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Natürlich, Professor. Eine spannende Partie. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit etwas schwierig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Aufgabe abgeschlossen. So, und jetzt? Was muss Mutti jetzt machen? Hallo? Aufträge. Achso. Ganz gucken runter. Ich werde als Escape-Rate oben im Reiter Aufträge stehen. So, wo haben wir denn hier Aufträge? Was ist denn das hier? Weasley nach dem Unten. Genau. So. Benötigt Stufe 2. Auf der Karte finden. Gut. Okay. Okay.
Mikey. So. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, jetzt will ich mal mit dir quatschen. Wer bist denn du? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Naja. Mikey, das Erste hast du auch nicht geschafft. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Na denn, tschüsschen. So, haben wir hier irgendwie was? Revelio. Revelio-mäßig? Nee. Hier? Nee. Wo bin ich denn hier? Ne? Hier. Ha, 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 ha. Ist auch nicht. Oh, da hinten war was. Ich sehe da hinten was. Ich sehe da hinten was. Komm ich da hin? Revelio. Kann ich das machen hier schon? Nee, ne? Nee, noch nicht. Da kriegst du später eine Aufgabe für. Ah, okay. So. Oh, ich hab Lags. Ich hab Lags. Das ist nicht schön. Jetzt laufe ich wieder zu weit, wa? Wie komme ich denn hier runter? Ich gehe mal hier runter. Oh, ist ja süß. Was bist du hier? Komm, wir machen mal Gegenmucke. Highway to Hell. Schade, ist nicht Highway to Hell. Dum 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 smoke on the water. Nee. Taschen. Komm ich hier rein? Komm ich hier durch? Darf ich hier rein? Was ist das? Ich geh da mal durch. Vorsicht bitte, wo Sie hintreten. Mehr will ich gar nicht. Okay, alles klar. Hier stinkt's also. Wo bin ich hier gelandet? Hallo, wer bist du denn? F. Silberner Schal, okay. Was hab ich denn hier gefunden? Was haben Sie jetzt vor? Nix. Revelio. Ich hab nicht vor. Da ist noch eine Tür. Kann ich dahin apparieren? Wie liegt das? Nee, ich will das nicht. Ich will hier lieber rumlaufen, weil ich finde das hier knufft, knorke. Schnaffte. Was ist denn hier? Was ist das? Verschlossen. Okay. So, wer seid ihr denn? Niemand. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wie seid ihr? Revelio. Okay. Hier stinkt. Die schon spielen? Nee. Hallo? 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 Was ist Huch? Musst du mich nachäffen oder was? Was läuft denn bei dir rund? Du betackt. Anni aggressiv demnächst. In Hogwarts. Ey Leute, wie komm ich denn da hin? Könnt ihr mir mal helfen? Hallo? Bleib doch mal stehen. Mann, einmal mit Profis, ehrlich. Hallo? Verklickt. Wer bist denn du? Ich zeig mir mal der Kamera. Ich bin ja. Ach, ich muss mich erschrecken. Hohoho! Hab mich erschreckt. Oder ein Zeichen. Wer bist du?
Ich Australierin, ist und ja nun kann ich auch. So, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, läuft. Wie komme ich denn da hin in den Puff da? Anni verläuft sich demnächst. Bin ich jetzt hier? Ah, jetzt bin ich draußen. Taschen, na ihr Schnuckis? Verwandlungshof, okay. Oh, komm mal hier, komm mal hier. Na komm mal hier, Miezekatze. Komm mal zu Mutti. Ja, du Feine. Ja. Oh, Mau. Ja. Mau. Oh, ist das süß. Oh, tschüss, Mieze. So. Ich hab's gefunden. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht. Oh, der ist ja süß. Dick. Vielleicht könntest du... Oh, ja. Entschuldigen Sie die. Ah, da sind sie. Wie einfach die sagt, oh, hi Mike. Ich hoffe, ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Oh, das habe ich schon früher erst in der Schule. Was? Mehr Arbeit? Ich bin nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die ich habe immer Termine. Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Samen? Danke, Schweine. Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Jetzt könnt ihr mal unter das Video hier runterschreiben, Ollivander war doch, ist doch nicht gestorben. Oder? Bei den Harry Potter Filmen. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Okay, na dann, lass uns gehen, Baby. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich nehme Natti mit, sie ist süß. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Weil Schnucki Number One ist ja nicht in meiner Klasse. Unterwegs keine von Victor Rookwood Scherben begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekliger Heilscher. Geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Oh ja, Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen.
Je eher sie die Arbeit beenden, desto schneller können sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ich habe in meinem Leben noch nie Butterbier getrunken. Das sollte wohl wirklich schämen. Weil es jetzt wirklich gibt. Ja, gibt's. Sollte wohl geben. So. Achso, warte mal. Ich wollte noch mal gucken. Gibt's hier noch irgendwas? Revelio. Nö. Gut. Tschüsschen. Schnucki. Mäuschen. So. Warte. Dafür ist immer Zeit. Mau. Ich schwöre, die Kratzen auch immer, aber mit dem Pulsor. Was? Ah, da sind sie. Wenn ich die Kratze sehe, kriegt er erstmal Levioso und dann den Pulsor. Du bist ja auch, ne, ein Slytherin. Ich bin Gryffindor. Wir sind sehr katzenfreundlich. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Ein wirklich nützlicher Zauber. Ich zeige die Kratze, wie man sich Stellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Richtig. Ab. Aber ganz frolle, pronto. Morgen war ja 5, Mann. Tschüss. Hier bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Da oben. Da war sie doch eben. Geschafft. Danke. Na 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 na. So, und jetzt? Achso. Da lang. Da geht's aber nicht lang. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Wer bist du denn? Was? Nein? Die meisten können auf V drücken, das ist also das Linie, die zur Quest führt. Brauchst du nur folgen. Ja! Taschen, darf ich mal durch? Ich bin Arzt. Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Was? Wo? Hier muss eine fliegende Seite sein? Ja! Wo? Revelio! Und sie stellen mich genau. Und jetzt. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Hä? Wo? Wo? Ach, da oben! Mensch! Himmel, Arsch und Wolkenbruch! Komm mal her hier. Wo bist du denn? Ärgerlich. So, haben wir. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich raus. Ja, ich wollte wohl da raushauen. Kann das sein? Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu... Ich habe die Aufgaben erledigt. Das ist gemein. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Na ja. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir.
Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Hey. Okay. Don't say that. Hat gesagt, was für eine Schande passiert. Ey, der erste Zauber, der auf Anhieb gepasst hat. Läuft. Schande gesagt. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Ja. Meinst du? Ich bin Level 3. Sehr gut. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wer ist denn das da? Wer bist denn du? Ach, da bist du. So. Hallo, ich muss das blaue Amulett direkt. Mach ein Amulett-Vorsprung als die anderen. Zeig mal. Oh, okay. Das heißt, ich habe eine höhere Chance zu gewinnen, da ich die erste bin. Das ist ja traurig. Warte mal. Muss ich irgendwo hin? Du verfolgst derzeit nichts. Nee. Ja. Zu ihm muss ich auch nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Hallo? Revelio. Da ist was. Ich fühle mich selber gelassen. Was ist los mit mir? Warte, dafür muss Zeit sein. Aber ihr braucht nur ein zweites. Miau. Miau. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Ja, wer bist du? Ignatia Will Smith. Ah ja. Ich bin in das falsche Viertel gegangen dafür. Dim, diddle, dim, diddle, dim, diddle, dim. Komm ich hier durch? Ja, komm hier durch. Wir kommen hier voll durch. Hallo. Hallo, Mäuschen. Ja. Mäuschen. Natti. Hoffentlich ja, hast du nicht lange gewartet. Drei. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du noch Hotmail sollst. Es heißt es sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Wer ist so müde? Nein, Scarlett hat es. Die hat schon das Amulett. Sag mal, wäre das nicht auch ein Game für deine Tochter? Nicht. Meinst du nicht? Nee. Cool. Ja, ja. Halt, warte, Pippi, warte, nicht rennen! Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mit dem ich mich hoffentlich retten kann. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Okay. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Nein, doch, bitte noch im... Da kommt noch ein Spiel. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alte Ruhen an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Warum rennen sie? Ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Dann die nicht eher alle aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Okay. Oh, warte, da drüben. Ein
Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Mhm. Quarzpflanzen. Haben wir. Hier war da halt Schneckchen. Warte. Wo? Wo? Etwas muss sie aufgeschnappt haben. Moment, ich muss noch vor Florfliegen warten. Heidi, ich seh dich, du sitzt da, hallo. Wo? Wo sind Hippogreifs? Wo? Wo denn? Problem, ich kann meine Safety jetzt nicht auf. Wo ist denn hier ein Hippogreif? Ja. Hallo? Hallo? Hippogreif? Hallo? Warte, muss vor Floor fliegen sammeln. Hallo? Genau, ich hab ihn. Ich hab's erst raus. Miss Jessie! Das wusste ich! Wer seid ihr denn? Ih, du sahst halt von hinten ja, aus wie... Ja. Egal. Dort links ist der verbotene Wald. Das sind Dreierbesties. Das sind Dreierbesties, Leute, das sind Dreierbesties. Das sag ich dir. Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Richtig. Alles war verboten, es ist verlockend. Das sind Dreierbesties. Alter, wer warst denn du? Okay. Thank you guys. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du ja ziemlich neu bist. Alter, der Anblick ist geil. Diese Grafik, einfach geil. Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauer viel zu entdecken. Halt! Warte mal, was ist denn das hier? Okay. Halt mal gesammelt. Was stöhnst du denn so? Holst du die ihn runter oder was? Mann, da. Ja. Na, der da eben auf der Bank so. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht meinst seltsam du? Waren. Alles war so. Dieses Schwein. Fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Warte mal kurz. Warte, Pippi. Hast du dich schon eingelebt? Kommst du von oben besser dran? Der läuft ja jetzt oben nochmal vorbei. Hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Ja, warte, warte mal kurz. Hast du mal ein Fotoapparat dabei? Warte mal. Ist das auch für dich? Das sieht aber wirklich hier sneaky weil dafür ist immer Zeit. Miau. Miau. Sei immer lieb zu. Miau. Mel! Die hören sich voll heiß an. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Halt! Sieht etwas mitgenommen aus. Ja. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Dieser Suffkopf.
Wie komme ich denn jetzt an die Dinger hier ran? Und so Zauberstab, Basisattacke drauf. Oh, du hast Nazia jetzt zurückgelassen. Alles klar, ich komme. Wuhu. Ist ja gut. Entschuldigung. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Ja klar, den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Natti. Danke. Mal Platz. So, hier da. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Geil. Für Butterbier muss man in die drei Besen. Ja, ist und im klar. Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich will ja Hogwarts und so nachbauen bei Minecraft. Es ändert sich bei jedem Besuch. Oh, auf jeden Fall kannst du alles, richtig. Was du brauchst, in Hogsmeade finden. So, Freunde. Und dann geht weiter im nächsten Video. Bleibt spannend. Yes. Tschüsschen.